Verdammt. Hallo ihr Lieben, heute soll es noch die Neuzugänge von Mai und Juni geben. Ich habe im Mai, glaube ich, nur 3 Bücher gekauft und das hat sich nicht wirklich gelohnt, ein Video zu machen. Deswegen habe ich gedacht, ich packe das jetzt zusammen in den Juni. Und da ist es wieder etwas mehr geworden und ja, darum soll es halt gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen möchte ich mit den 3 Büchern, die ich im Mai gekauft habe. Und zwar waren das zum einen, ich stelle es mir hier her, Dreh dich nicht um von Jennifer Armentrout. Das ist ja der Jugendthriller, den sie geschrieben hat und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ich habe da bis jetzt nur Positives drüber gehört und ja, es ist Jennifer Armentrout, ne? Eigentlich kann es mir nicht gefallen. Also von daher, ich will versuchen, das jetzt im Juli noch mitzulesen gleich und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Dann habe ich mir im Mai noch gekauft, oh Gott, diesen Schinken hier, und zwar Harry Potter und der Orden des Phönix. Das ist ein mega fettes Buch. Das ist der 5. Harry Potter Teil und er hat über 1000 Seiten. Und den werde ich dann, glaube ich, im September oder so mit Annika lesen. Dann sind wir da beim 5. Teil und ja, da bin ich schon gespannt drauf. Im Juli lese ich jetzt den 2. Teil, die Kammer des Schreckens. Da weiß ich, dass ich den Film noch sehr, sehr gern gemocht habe und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und das letzte Buch, was im Mai bei mir eingezogen ist, was ich dann auch gleich gelesen habe, war Opposition Schattenblitz von Jennifer Armentrout. Das ist ja der 5. und letzte Teil der Lux-Reihe und ich muss sagen, viele mochten dieses Buch nicht. Das war ihnen zu kitschig, viel zu viel Schnulze, viel zu viel Erotik und drum und dran. Und ich mochte den Teil aber total gern. Ich mochte Origin und ich mochte auch Opposition total gern. Ich fand, es war ein richtig guter Abschluss für die Reihe. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, ich verlinke euch oben in der Infokarte nochmal mein Video dazu. Das waren die 3 Bücher vom Mai. Wie gesagt, mehr war es nicht. Und ja, mehr war es halt einfach nicht. Fangen wir jetzt mal mit Juni an. Und ich fange mit den Büchern an, die ihr schon kennt. Das heißt, die ich schon vorgestellt habe in meinem Video. Und zwar wäre das zum einen 1000 Nächte aus Sand und Feuer. Und ich hatte es ja in meiner Rezi dazu schon gesagt, ich finde, es ist mehr ein Märchen als ein Buch. Es ist eine Geschichte, die sehr, sehr ruhig erzählt wird und sehr, sehr langsam erzählt wird und die etwas ganz Eigenes an sich hat. Und ich immer noch denke, dass das für alle Ellie Condy-Fans, also die, die die Cassia und Kai-Trilogie gut fanden, ich denke, denen würde dieses Buch auf jeden Fall gut gefallen. Mich hat ja echt gestört, dass die Protagonistin keinen Namen hatte. Das fand ich ganz, ganz furchtbar. Dann habe ich noch gelesen, im Juni auch gleich von Carly Phillips, Dare to Love 2. Das ist der 2. Teil der Dare to Love-Reihe und den ersten habe ich noch nicht gelesen. Den werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen und ja, ihn dann auch noch mitlesen, weil es hat mich schon interessiert, was die Protagonistin im ersten Teil alles so erlebt hat, denn sie kommt auch in diesem Buch wieder mit drin vor und ja, da freue ich mich dann schon drauf, wenn ich dann irgendwann mal mir das Buch mal kaufen kann, wenn ich mal wieder Sub abgebaut habe und Geld habe und ja, ihr wisst das übliche Problem. Ja, das waren die 2 Bücher, die ich jetzt schon gelesen habe, die ihr auch schon kennt. Mir fällt gerade ein Buch habe ich noch, was ihr schon kennt, und zwar ist das Fuchsrot von Emma Auburn. Das habe ich ja als E-Book gelesen und von der lieben Niki bekommen. Danke nochmal. Und das ist ja nur ein kurzes Büchlein, was 80 Seiten umfasst und ich muss sagen, mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Ich mochte die Handlung, es waren in den 80 Seiten wirklich sehr, sehr viel, was da an Handlung passiert ist. Und ich mochte die Protagonistin total gern und jeder, der gern so Gestaltenwandler-Sachen liest und halt so Jugend-Urban-Fantasy, der sollte sich Fuchsrot auf jeden Fall mal mit angucken. Und ich finde das Cover immer noch wunderschön. Das muss ich auch dazu sagen. Ein E-Book habe ich noch, das zeige ich euch auch noch mit gleich. Und zwar ist das Der Gedankenleser von Dima Sales. Auf dieses Buch bin ich durch die Sina gekommen, von dem Kanal von Wörtern gefesselt. Und sie hat das in der Rezi vorgestellt und sie mochte dieses Buch wirklich total gern. Und da ich festgestellt habe, dass wir einen sehr ähnlichen Buchgeschmack haben, habe ich mir gedacht, okay, es ist kostenfrei, lad es dir runter. Und da habe ich mir das für ein Kindle noch mit runtergeladen. Wenn ihr wissen wollt, worum es in der Gedankenlese genau geht, ich verlinke euch hier oben in der Infokarte auch Masina ihre Rezi da dazu, da könnt ihr mal reinklicken. Und ja, sie hat das gut zusammengefasst, schon alles gut erzählt und ich mag ihre Rezi. Das waren die 2 E-Books und jetzt habe ich nur noch richtige Bücher für euch. Und die nächsten 2 Bücher, die ich euch zeigen möchte, sind diese hier. Einmal Ashes tödliche Schatten und Ashes brennendes Herz. Das ist Band 1 und 2 der Ashes Tetralogie. Und ich wollte diese Bücher schon so lange haben und jetzt habe ich sie. Und ich freue mich schon drauf, die Bücher zu lesen. Und mein Hund hat sich gerade hingelegt. Ich war etwas erschrocken. Ich wollte die Bücher so gern haben und lesen und da freue ich mich schon drauf. Und hier geht es irgendwie darum, dass die Protagonistin in diesem Buch, ich glaube sie heißt Alex, auf der Wanderung ist mit ihrem Freund und auf einmal gibt es so eine Druckwelle, also ich glaube es ist ein EMP. Und daraufhin verändert sich alles und die Welt ist nicht mehr so, wie sie war. Die beiden versuchen dann in dieser Welt zu überleben und als, ich glaube ihr Freund hieß Tim oder Timo, verletzt wird, Tom, heißt Tom, ist doch fast wie Tim.
Und ja, und als Tom verletzt wird, muss sie sich von ihm trennen und ihn alleine zurücklassen und versucht dann halt Hilfe zu holen, und als sie mit Hilfe zurückkommt, ist er verschwunden. Und dann geht es wohl, glaube ich, darum, dass er, dass sie Tom wiederfinden muss. Ich das also richtig verstanden habe. Auf jeden Fall kommen da, glaube ich, auch noch Zombies mit drin vor, und deswegen bin so gespannt, und ich finde die Bücher so hübsch. Und ja, ich freue mich schon drauf, Ashes zu lesen. Als nächstes zeige ich euch noch meine Medimops-Bestellung vom Juni, aber da das nur zwei Bücher waren, hat sich dann Unpacking auch nicht gelohnt. Und zwar habe ich mir einmal bestellt von Susan Elizabeth Phillips, ausgerechnet den. Das hat mir auch die liebe Sina empfohlen, und es ist ein erotischer Liebesroman. Ich bin im Moment so irgendwie auf der Schiene, ich brauche was Schnulziges. Es kann auch Erotik drin sein, Hauptsache was fürs Herz, und da bin ich im Moment gerade so drauf, im Sommer irgendwie immer. Und ja, da hat sie mir den empfohlen. Das ist der erste Band dieser Reihe. Ich weiß aber gerade nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall geht es dort darum, dass unsere Protagonistin, wie hieß sie noch gleich, Phoebe Summerwill, tut ein Football-Team erben und ist da ganz begeistert von, weil sie mag diesen Sportart, sie mag diese Sportart auch unheimlich gern. Und stellt dann aber sehr schnell fest, dass sie aufgrund ihres Äußeren verurteilt wird und als ziemliche Tussi dargestellt wird und mit dem Coach da ziemlich stark aneinander ecken tut, und man kann sich ja schon denken, und dann entwickelt sich da irgendwas zwischen den beiden, und ja. Oh, das war mein Handy. Entschuldigung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Buch ist. Sina findet es ja wirklich sehr, sehr gut, und ich weiß nur noch nicht, was das mit dieser Katze da auf sich hat. Es ist ja oftmals bei Büchern so, dass das dann leider nicht zusammenpasst. Mal sehen. Dann habe ich mir bei Medimops noch dieses Buch hier bestellt. Die Erbin von Simone Arnstedt. Ich wollte das schon so lange haben. Also ich muss es haben, allein weil dieses Cover. Ich finde dieses Cover mega schön. Es hat mir so gut gefallen. Und es ist auch ein erotischer Liebesroman, und es geht hier um, wie heißt sie, Natalie oder sowas? Natalia de la Grippe, und sie ist die Tochter eines Multimillionenunternehmers. Ihr wird aber so nicht viel zugetraut, und sie versucht so halt ihren Platz in der Firma zu finden und lässt sich dann auf einen Deal ein mit dem großen, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall auch einen Typen, der ein Selfmade-Millionär ist, und der versucht über sie die Firma irgendwie zu sabotieren, und dann kommen die beiden doch irgendwie zusammen, und ich kann euch mal erzählen, wenn ich es gelesen habe. Also ja, mal schauen. Ich bin aber auch da auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und freue mich, es dann auch irgendwann nochmal mitzulesen. Vorrangig jetzt noch im Sommer, ne? Also vielleicht im August, mal gucken. Fünf Bücher habe ich noch. Dann ist noch bei mir eingezogen im Zauber der Sirenen von Trisha Rayburn. Meine Arbeitskollegin hat Bücher aussortiert und ihre Tochter hat Bücher aussortiert, und ja. Da habe ich mir das Buch mal mit rausgesucht. Es geht hier um Sirenen, und es ist ein Jugendbuch und es ist Fantasy, und deswegen dachte ich, gib her, ich nehme es mit, ich gucke es mir mal mit an. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, und es steht auf. Bleib stehen. Ist egal, ich halte es fest. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Buch sonst weitergeht, außer dass es um Sirenen geht, dass es eine Urban Fantasy Jugendbuchreihe ist, und ja, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Dann ein Buch, was ich schon gelesen habe. Ich musste dieses Buch unbedingt haben. Es wird hier gerade auf YouTube sehr stark gehypt. Und zwar dieses hier, Stepbrother Dearest von Penelope Ward. Und ich habe es schon gelesen, und ich muss sagen, ich kann mit dem Hype nicht so viel anfangen. Aber wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr alles nächste Woche in meinem Video da dazu, was Dienstag oder Mittwoch dann online geht. Und ja, es geht hier um eine Stiefgeschwistergeschichte und eine Stiefgeschwister-Liebesbeziehung, und dann passiert was, und dann sehen die sich erst 7 Jahre später wieder, und ja. Ich habe, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gekauft habe, nur Gutes über dieses Buch gehört, und jeder fand es toll und jeder mochte es, und ja. Mehr dazu nächste Woche. Dann ist noch ein Rezi-Exemplar bei mir eingezogen, und zwar dieses hier. Folge deinem Herzen von Jacqueline Fellgut, und das ist wirklich nur so ein kleines, süßes, dünnes Büchlein. Das ist ein Hund hinten drauf, und das lese ich jetzt auf jeden Fall im Juli gleich noch mit. Und ich bin schon sehr gespannt auf diese Geschichte, denn es geht hier um eine aufstrebende New Yorker Tierärztin, die das ultimative Geburtstagsgeschenk für ihre Freundin hat. Und um ihr das zu schenken und besorgen zu können, muss sie sich auf einen Deal einlassen und mit einem ganz berühmten Blogger ausgehen, worauf sie eigentlich keinen Bock hat. Und ja, den Rest könnt ihr euch, glaube ich, denken. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch und bin mal gespannt, was Folge deinem Herzen bereithält. Ich habe gesehen, die Autorin hat bis jetzt jeden Monat dieses Jahr ein Buch rausgebracht. Und da sind noch 2, 3 andere Bücher dabei, die mir auf jeden Fall auch sehr zugesagt haben. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal mit angucken. Aber jetzt lese ich erstmal Folge deinem Herzen. Ach so, 2 Bücher habe ich noch.
Nachdem ich Dare to Love 2 gelesen habe, habe ich den Verlag gefragt, ob ich den dritten Teil haben darf. Und sie haben ihn mir netterweise auch zur Verfügung gestellt. Und ja, in Dare to Love 3 geht es um den Cousin von Alex Dare. In Alex Dare ging es ja um den in dem zweiten Teil. Und jetzt geht es halt um seinen Cousin oder Cousin, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte. Und ja, der dritte Band soll nicht so gut sein wie der zweite und der erste, habe ich schon gehört. Aber ich bin mal gespannt und lasse mich mal überraschen. Und ich finde immer noch diese Cover lustig, weil das wirklich aussieht wie so eine süße kleine Noelle-Geschichte. Es aber definitiv das nicht ist. Ich bin gespannt, ich werde dieses Buch jetzt im Juli auf jeden Fall auch gleich noch mitlesen. Und ja, freue mich da schon sehr drauf und bin gespannt, wie das hier so weitergeht mit den Dares. Mal gucken. Das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist das hier. Stolz und Vorurteil und Zombies. Das ist jetzt die Filmausgabe, denn es ist verfilmt worden. Ich habe den Film schon gesehen, ich fand den Film, das erste Drittel, sagen wir mal, war okay. Und dann fing es aber an, leider nur noch lächerlich zu werden. Und ja, es war nicht mehr so cool und der Film war unfreiwillig komisch. Zum Ende hin hat dann auch alles irgendwie nicht mehr so einen Sinn ergeben. Und in dem Buch soll es aber alles ganz, ganz anders sein. Meine Arbeitskollegin hat es schon gelesen und war sehr begeistert von diesem Buch. Und ich freue mich schon drauf, das jetzt im Juli mitzulesen. Und ja, I like it. Stolz und Vorurteil und Zombies. Woohoo! Ich bin ja ein großer Stolz und Vorurteil-Fan. Ich mag ja das Buch. Ich mag die Verfilmungen mit Keira Knightley und Colin Firth. Und freue mich jetzt umso mehr auf dieses Buch. Yay! Stolz und Vorurteil und Zombies. Worum es in diesem Buch geht, soll ich euch das mal kurz erklären. Also im richtigen Stolz und Vorurteil geht es ja um Elizabeth Bennet. Sie ist eine von 5 Töchtern und es spielt ja in einer Zeit, wo Frauen noch nicht wirklich viel zu sagen hatten und auch noch nichts erben durften. Und von daher ist die Mutter der Bennets sehr besorgt, ihre Kinder unter die Haube zu kriegen. Und als ein Junggeselle namens Mr. Bingley in die Grafschaft kommt und sich dort ein Haus mietet, sind alle in Aufruhr und Mrs. Bennet hofft natürlich, dass er eine von ihren Töchtern heiraten wird, weil er auch sehr wohlhabend ist und somit auch für die anderen sorgen könnte. Und Mr. Bingley wird aber begleitet von seinem besten Freund und das ist niemand anderes als Mr. Darcy. Mr. Darcy ist noch wohlhabender als Mr. Bingley, aber sehr mürrisch und immer schlecht gelaunt und unfreundlich und unhöflich und ja, dann entwickelt sich da irgendwie was zwischen Elizabeth und Darcy, was aber eigentlich nicht sein darf, da Elizabeth vom Stand her etwas niedriger ist und er sie eigentlich nicht heiraten sollte. Und ja, das ist so das Grobe, worum es im Stolz und Vorurteil geht. Das ist in etwa die gleiche Geschichte, halt hier nur noch mit Zombies. Und ich freue mich da schon wirklich sehr, sehr drauf und I like it. Das, wie gesagt, werde ich jetzt im Juli auf jeden Fall auch mit. Das waren meine Neuzugänge vom Mai und vom Juni. Es ist doch wieder einiges eingezogen, wenn im Mai auch Gott sei Dank nicht ganz so viel. Im Juni dann doch schon wieder etwas mehr. Aber ein bisschen was habe ich davon ja auch schon gelesen. Also von daher hält sich das alles noch im Rahmen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Bücher. Und ja, habt ihr eins von den Büchern schon gelesen? Und wenn ja, wie fandet ihr das denn? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.